Und weiter geht's mit Assassin's Creed Puzzle und wir werden von Rebecca die E-Mails lesen. Yay! Zugriff gewährt. Wochenplan. Heute Nachmittag. Ich habe gestern echt gute Musik gefunden. Möchtest du zu mir kommen und sie anhören, wenn deine Schicht vorbei ist? Aha. Der Wochenplan ist unwichtig. Das können wir. Hey Lucy, es wird immer schwerer. Ich vermisse meine Familie, meinen Hund, mein Leben. Ich weiß, was wir tun, ist wichtig, aber ich kann nichts gegen diese Gefühle tun, besonders wenn wir alle am Rad drin sind, so wie im Moment. Wahrscheinlich brauche ich nur jemanden zum Reden und du bist die Einzige, die das versteht. Gut, Sean ist auch noch da, aber er macht mir nur sarkastische Bemerkungen. Das kann ich gerade nicht gebrauchen. Rebecca. Notfall. Das habe ich noch nie gehört. Hast du noch mehr Infos? Ernsthaft? An Edelsplitter? Okay, da sollte ich mal vielleicht gucken. Verstanden. Hast du es Lucy gesagt? Wie ist die Antwort? Sitzt Lucy NCC? Aha. Heute Nachmittag? Okay. Das hätten wir. Na. Das kennen wir. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir nicht manchmal genauso geht, aber ich versuche dann daran zu denken, was aus der Welt wird, wenn wir diesen Kampf nicht bekämpfen. Es ist hart, Rebecca, und deshalb wurdest du ausgewählt wie ich, weil du zäh bist. Aber ich weiß, dass deine Belastbarkeit dich nicht unverwundbar macht. Komm mal morgen in mein Zimmer, dann können wir uns unterhalten. Notfall, Rebecca. Ich habe bei der Recherche dieses Rätsels gefunden. Kann es nicht knacken. Hast du eine Idee? Ich glaube, es könnte Schlüssel zur Auffindung eines neuen Innensplitters sein. Warum hat dich der glatzköpfige Mann Kaninchen auf den Kopf gemalt? Ja, wenn wir beide daran tüfteln, können wir es sicher lösen. Top Priorität fürs Erste. Noch nicht. Ich wollte sie nicht aufregen, solange wir nicht Konkretes haben, aber ich glaube, ich habe es gelöst. Weil sie vom Weiten aussehen wie Hasen. Können wir jetzt bitte wieder an die Arbeit? Anscheinend, das ist blöd. Man hätte so, wie heißt, den Verlauf machen müssen. Ich sollte vielleicht Eingang. Liebe Lucy, es tut mir leid, dir sagen zu müssen, dass ich für absehbare Zeit nicht mehr in die Stadt gehen kann. Ich erspare dir die umreichenden Details. Sagen wir, ein Wortgefecht und ein paar Gesten und Grundlaute von einem großen Italiener haben mir klar gemacht, dass er deinen Lieblingskollegen umbringen wird, wenn er ihn nochmal sieht. Tut mir leid, wenn das auch Unannehmlichkeiten macht. Gut, aber wenn der Grobi an meiner Leber frisst, siehst du ohne leitenden Data Manager da. Ja, das haben wir. Lucy, ich komme gleich zum Punkt. Ich habe gesehen, dass wir Samstag frei haben. Stattdessen wieder einen kleinen Sitz zum Animus. Rebecca sagt, sie hilft mir nicht. Wäre auch nur ganz kurz. Ich bin neugierig, ob die Geschichte mit meiner nordischen Abstimmung stimmt. Es wäre nur einmal, also wirklich nur ganz kurz. Deshalb sehe ich da kein Problem. Oh Gott. Das kennen wir. Hallo Sean, hier ist zu den Standorten aktivierende Teams, die du anderen weitergeben kannst. Du wirst wahrscheinlich von einem der Jungs aus der Paolo kontaktiert. Du bist ihre Lebensversicherung, also halte dich bereit. Du wirst dich freuen zu hören, dass wir hier alle in Sicherheit sind. Bestimmt hat Lucy dir erzählt, dass wir ihr alle herkommen werdet, wenn ihr den Edenapfel habt. Ich weiß nicht, ob du über diesen Ort gehört hast, aber es gibt viel zu sehen. Ich weiß, dass du es lieben wirst. Viel Geschichte. Ah. Davon würde ich die anderen noch nicht sein. Ich möchte nicht beunruhigen, solange es nicht sein muss. Denn war vom Radar verschwunden und zwar ungeplant. Das hätten wir noch ein Team verloren. Das Hauptquartier untersucht den Unfall. William M. Du wirst trotzdem gehen, wenn du dran bist. Wenn ich deine Hand halte und dich vor dem großen bösen Mann beschütze, sag einfach Bescheid. Hab ich noch nie gehört, dass du mal einzustellen hast. Das können wir. Okay. Muss ich nochmal Lucy checken? Oh Gott, zu viel Text. Eingang. Okay, das kennen wir. Hallo Lucy, entschuldige, dass es so lange gedauert hat. Ich war gerade Mittagessen. Gute Frage. Ich bin nicht sicher, ob wir das tun können, aber frag nochmal, wenn du wieder hier bist. Wir haben die Bänder analysiert, die du uns überlassen hast, und Desmond scheint perfekte Fortschritte zu machen. Ich habe bemerkt, dass ihr ein gutes Verhältnis habt. Passt nur auf, dass eure Freundschaft unsere Ziele nicht gefährdet. Die Tempel, die Minerva im letzten Band erwähnte, können das einzige sein, was das Ende noch aufhalten kann. Gute Arbeit, wie immer. Weiter so.
Ah, das ist das. Gelöscht. Müssen wir gucken. Hallo Lucy, deine letzte E-Mail beunruhigt mich mehr deinetwegen als wegen des Projektes. Ich weiß nicht, was ich in dich gefahren ist, aber du kriegst noch Magengeschwüre, wenn du dich nicht mal abspannst. Hoppala. Ich weiß nicht, was in dich gefahren ist, aber du kriegst... Achso, das hatte ich schon. Oh Gott, du leistest hervorragende Arbeit, du musst dir keine Sorgen machen, aber das, was Desmond angeht, sind deine Befürchtungen wohl nicht ganz unbegründet. Ich möchte, dass du ihn im Auge behältst und alles meldest, was relevant sein könnte. Wenn du wieder hier bist, machst du ein paar Tests mit ihm, aber unter deiner Obhut wird ihm schon nichts passieren. Pass auf dich auf und schlaf ein bisschen, William. Ja. Ja. Okay. Nette E-Mails von William M. Oh Mann, ich drück immer ich will mal wegrennen von dem PC und dann tut das aber nicht und dann steckt wieder an dem PC. Aber wir gehen zurück in den Animus. Oh. Wo sind die denn alle? Ach, da stehen sie doch. Steig ein. Desmond, Miles, yay. Ach, Mann, diese Ladezeiten immer. Ich will die nur nicht rausschneiden, bin ich zu voll für. Yay. Pferdchen, komm her. Braves Pferd. 17.000 eingezahlt. Schön. Schön. Ach. Rennen alle um. Ich laufe auch in die Stadt gerade. Fällt mir mal so auf. Ich wollte ja eigentlich woanders hinlaufen. Ich kann auch. Mal schauen, wo ist denn der nächste Schnellreisepunkt? Schön. Nehmen wir den da oben oder nehmen wir da unten? Och, dann... Nee. Möchte ich nicht machen, gerade. So, und nach rechts herum. Und nach links. Ich kann euch ein bisschen was zu South Park, dem Finale, erzählen. Also nicht zum Inhaltlichen, sondern zum Rendern. Ich habe den ganzen Mittwoch an der Folge gesessen zum Schneiden. Wegen dem Hintergrund. Wegen dem Typen, der im Hintergrund nackt steht. Mehr sage ich nicht. Wenn die Folge... Ich weiß nicht, ob es so schon... Wie viel habe ich es denn geplant? Ich glaube um 16 Uhr, wenn die Folge scheint, müsste das Finale da sein. Ich möchte die Liebesgilde. Auf jeden Fall den schwarzen Balken. Ich weiß, er ist hin und wieder ein bisschen zu groß, aber Alter, ich musste jeden einzelnen Frame durchgehen, um den schwarzen Balken zu setzen, weil ja dauerhaft das Bild sich verschoben hat. Auch wenn man wirklich kaum was sieht, aber YouTube reicht das mit Sicherheit schon als Twig. So wie in Folge 33 bei South Park, tut es mir leid, dass ich 15 Minuten gepixelt habe und die in vierfacher Geschwindigkeit abgespielt habe. Musste aber. Wenn im Hintergrund die Eltern es miteinander tun, ist es nicht so sinnvoll. Und man erkennt alles. Ist nicht so gut. Oder wenn man unter ihnen kämpft und es immer die Brust durchs Bild kommt oder der Hodensack vom Mann und der sogar in den Kampf involviert ist, weil er hin und wieder durchschwingt, dann ist das nicht so gut für YouTube. Nein, überhaupt nicht. Oder was gar nicht im Video zu sehen war, was ich euch erzählen kann. Doch, man hat's gesehen. Ich hab's nur verpixelt. Ich hab dann gesagt, wie man erdrückt wurde von einem Hodensack. Oh. Oh. Da wird mir immer noch schlecht, wenn ich dran denke. Oh. Aber ich muss das Spiel durchsprechen. Ich hatte so Lust drauf und konnte nicht warten, einfach nur täglich eine Folge davon zu bringen. Ich habe rausgehauen, was ich auf Lager war. Ich hätte auch am Mittwoch alle Folgen raushauen können, aber das wäre ein bisschen zu viel geworden, wenn ich da 20 Folgen rausgehauen hätte.
Falsch, ich will ja da hinten hin. Aber naja, was soll's. Ist es ja jetzt fertig, Let's Play bin fertig. Dafür ist ja jetzt Titanfall täglich so eine 10-Minuten-Runde auf dem Kanal erstmal. Yay. Auch wenn ich das Spiel eigentlich kaum erklärt habe, wie es funktioniert. Bringt mir die Kranken und Verwundeten. Wo ich mir eigentlich an hier selber eine Nase passen muss, weil ich einen beschissenen Einstieg in das Spiel gemacht habe. Weil ich es wie einen Shooter angesehen habe. Einfach Shootern online ballern. Ich weiß, ihr wollt kleine Abbilder eurer. Schön. Dann gehen wir mal in die Diebesgilde jetzt noch. Och. Fall. Und Alihops. Alihops, was gibt's denn hier drin, ne? Hallo. Ich muss bestimmt zu La Volpe erstmal gehen. Wo haben wir denn La Volpe? Das ist das Spiel. Das könnte die Mission sein. Ah. Es ist Zeit, Lucretias Liebhaber aufzusuchen, Pietro. Meine Männer suchen ihn bereits. Molto bene. Ezio, gestattet ihr... Was gibt es? Rodrigo wurde von irgendjemandem gewarnt, sich von der Engelsburg fernzuhalten. Machiavelli? Habt ihr Beweise? No. Ein bloßer Verdacht darf uns nicht trennen. Die Borgia haben unsere Spione aufgedeckt. Wer verriet sie? Maestro Machiavelli erkundigte sich heute nach unserer Suche nach Pietro. Ezio? Das Leckstopfen. Die Angreifer eliminieren, damit sie nicht den Stadt- oder Diebesgilde finden. Danach La Volpe begleiten, um den anderen gefährdeten Diebe zu retten. Mindestens 5 Quadrate Gesundheitsanzeige beibehalten. Oh Mann, ich will mal Gesundheitsquadrate direkt sagen. Angreifer? Heißt jetzt hier kämpfen? Jetzt! Ah, die Diebesgilde verteidigen. Hey! War da was? Eins. Zwei. Hey, du. Hey, ich hab hier was für dich. Überraschung. Ein Schwert von hinten. Oh, ich hau auf La Volpe. Alter, ich verprüge gerade La Volpe. Wir haben noch mehr. Und der ist auch weg. Und der ist auch weg. Schön. La Volpe zu den Dieben folgen. Kommst du? Ich kann nicht glauben, dass Machiavelli ein Verräter ist. Der Angriff auf die Villa, dann das Castello und jetzt das. Er steckt hinter alledem. Ich bin mir da nicht so sicher. Oh, dauert das lange, das Reiten. Schneller. Schneller. Die Borgia müssen einen Schlag erfahren. Das werden sie, keine Sorge. Aber wir haben hier schon zwei wichtige Leute genommen. Einmal Cesare das Geld und seine Truppen. Ein Teil seiner Truppen. Und als nächstes steht er auf der Liste. Ja, deswegen wollen wir ja in die Engelsburg. Als nächstes steht er ja auf unserer Liste. Nach Pietro. Lucretias Liebhaber. Wenn wir ihn überhaupt umbringen sollen. Vielleicht ist er nur Mittel zum Zweck. Da liegt einer. Da liegen drei. Den Dieb retten. Und eins. Au. Und zwei. Und drei. Und vier. Hey du. Hey, der hat sich einfach auf mein Pferd gesetzt. Was fällt dem ein?
gehört sich aber nicht. Was konntet ihr herausfinden? Pietro soll heute Abend ermordet werden. Cesare schickt seinen Metzger. Mhm. La Volpe zu den Dieben folgen. Wird gemacht. Der beste Mann in Roma. Niemand entkommt ihm. Aber wir werden hier einen kleinen Cut machen. Normalerweise mache ich in den Folgen keinen Cut. Aber es ist ja schon letzter Zeit öfters vorgekommen. Fällt mir gerade auf. Aber egal, was ist. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, haut rein, euer Einzelmann. Ciao.